vorher weggebracht hat. Ich spiele für euch die Lucia. Wir haben jetzt gerade die heilige Lucia gesehen, die gespielt wird von der Frau Ulrike Boppert. So wird die Lucia dargestellt auf unseren Bildern. Ja, das mit den Katzen auf dem Kopf, schaut ja sehr ungewöhnlich aus. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es dazu kommt in der Geschichte. Es ist Nacht. Sie braucht das Licht, um zu sehen. Lucia möchte Licht ins Dunkel bringen. Und gleichzeitig spürt sie, ich brauche meine beiden Hände. Ich muss das Brot tragen. Ich muss das Brot zu den Menschen bringen. Und Lucia überlegt. Und Lucia ist raffiniert. Sie denkt sich, ich stelle mir einen Lichterkranz auf den Kopf, dann sehe ich im Dunkeln und die Hände habe ich frei, um anderen helfen zu können. Ja, so wird die heilige Lucia dargestellt. Den Lichterkranz auf dem Kopf, die Hände frei, um zu helfen, um Not zu lindern, um Hoffnung zu schenken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen im DRW, wir sind in einer dunklen Zeit. Wir tappen teilweise im Dunkeln. Wir wissen nicht, wie wir unsere Lucia-Dienste machen sollen. Wie wir durch diese Pandemie sind wir so eingeschränkt. Und ich glaube, wir brauchen viel Fantasie und Mut und Ausdauer, ja, um das Licht zu den Menschen zu bringen in diesen schwierigen Situationen. Ich sage wirklich Danke, vergelt's Gott, für Ihre Lichtbringerdienste, für das, was Sie tun und für Ihr Herzblut, das Sie einbringen. Herzlichen Dank dafür. Für alle, die Lucia heißen, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Sie haben einen tollen Namen, die Lichtbringerin. Alles Gute Ihnen.